Willkommen, liebe Leute, zu einer kurzen Projektvorschau, sage ich jetzt mal, auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar habe ich mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was könnte ich eigentlich spielen, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben noch einmal mit Castlevania und Alice fertig sein sollte. Ja, um genau zu sein, ich war nicht alleine, der diese kommenden Projekte, sage ich jetzt mal, rausgesucht hat. Und zwar, ich habe eine Wette gemacht mit Robin, die ist momentan noch am Laufen, aber ich werde sie zu 100% nicht schaffen. Und zwar ging es da einfach darum, den Robin in der Hobbit 3 ins Kino hineinzubringen. Und ich krieg's einfach nicht hin und deswegen sage ich jetzt schon mal, ich habe diese Wette verloren. Die Wetteinlösung für diese Wette ist folgendes, und zwar nicht erschrecken. Ja, ich bin dazu verdonnert und verdammt, die Crisis-Trilogie zu spielen. Ihr wisst ja, von Dead Space Shooter ist nicht unbedingt mein persönliches Lieblingsgenre, was die Sache natürlich wesentlich verbessern sollte. Weil, ja, ich weiß von Crisis eigentlich nicht viel. Ich weiß nur, dass man einen super Anzug hat, mit dem man eigentlich nicht sterben kann. Aber so wie ich mein Glück kenne, werde ich höchstwahrscheinlich es doch irgendwie schaffen zu sterben. Und es wird höchstwahrscheinlich ein sehr amüsantes Projekt werden. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Obwohl ich teilweise ziemlich fluchen werde und teilweise ziemlich viel Unfreude dabei aufbringen werde, dieses Spiel zu spielen, aber so viel mal dazu. Also, Crisis Trilogie von Das gehört LP schon mal sicher. Dann habe ich noch ein paar Projekte auf freiwilliger Basis. Diejenigen, die es nicht interessiert, können dieses Video jetzt abschalten. Aber diejenigen, die es interessiert, was ich persönlich noch gerne auf meinem YouTube-Kanal spielen würde, seht ihr hier. Das sind die zukünftigen Projekte auf freiwilliger Basis. Dead Space 2, Dead Space 3, was ja schon seit mehreren Jahren schon geplant ist, zusammen mit Robin, ein Koop. Das wird sehr lustig werden, denke ich mal. Outlast und Amnesia, A Machine for Pigs. Ja, ich gebe es mir dieses Mal nochmal richtig, bis ich weitere Pläne haben werde. Mit Dead Space 2 und 3, da wird es höchstwahrscheinlich ziemlich heftig werden, ziemlich heftig zugehen, sage ich jetzt mal. Weil von allem, was ich bis jetzt gehört habe, soll Dead Space 2 viel übler sein wie das erste und vor allem der Gruselfaktor soll extrem erhöht sein. Und Dead Space 3, ja, Koop wird höchstwahrscheinlich auch sehr interessant. Outlast und Amnesia, man kennt ja Amnesia, The Dark Descent und Machine for Pigs ist ja letztes Jahr rausgekommen und ja, ich bin mal gespannt, wie die Fortsetzung wird und dann kommt zu guter Letzt Outlast, das von vielen Spielern als das gruseligste Game jemals gewertet wurde. Ich freue mich tierisch auf diese Projekte. Ich werde übrigens, wenn die Projekte am Starten sind, bei diesem Video die passenden Links zu den Playlists auf die Bilder verlinken, sodass ihr da gerade drauf drücken müsst und dann direkt zu diesen Playlists geleitet werdet. Ja, also ich freue mich tierisch drauf. Das kommende, also die Projekte werde ich höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr ganz schaffen. Und deswegen sage ich jetzt schon mal, das kommende Jahr wird höchstwahrscheinlich recht interessant und recht amüsant werden. Ich freue mich tierisch drauf und verabschiede mich jetzt schon mal. Bis dahin, sage ich. Ciao, euer Gerd. Tschüssi.